Hallo liebe Kompressorgemeinde, in einem unserer vorhergehenden Videos haben wir uns über den Begriff FAD, Free Air Delivery, unterhalten. Heute möchten wir mal das Volumen etwas näher beleuchten. Und zwar ist ja der erzeugte Volumenstrom immer Volumen pro Zeiteinheit, also Liter pro Sekunde, Kubikmeter pro Minute oder Kubikmeter pro Stunde. Und dieses Volumen kann man eben unterschiedlich definieren. Und zwar unterscheidet man einmal den physikalischen Normzustand. Der ist bezogen auf einen absoluten Druck von 1,01325 bar, eine Temperatur von 0 Grad Celsius, also 273,15 Kelvin und 0% relative Feuchte. Der technische Normzustand wiederum ist auf 1 bar absolut bezogen, 20 Grad Celsius, also 293 Kelvin und ebenfalls 0% relative Feuchte. Wenn man diese Daten in Beziehung setzt, kommt man zu dem Ergebnis, dass ein Normkubikmeter 0,92 Kubikmetern entspricht. Mehr dazu auf unserer Homepage. Vielen Dank für Ihr Interesse.